1,5 Milliarden Mal so schnell wie ein Supercomputer rechnet der Quantenchip Sycamore von Google 2019 eine Rechenaufgabe aus. Von vielen wurde das als der Nachweis für die Quantenüberlegenheit, also für die Überlegenheit von Quantencomputern gegenüber normalen Computern angesehen. Was natürlich die Investitionen und Bemühungen in der Forschung um die Quantencomputer ordentlich angekurbelt hat. Dieses Jahr haben aber Forschende in China das Problem mit ganz normalen Prozessoren, also noch nicht mal mit einem Supercomputer, gelöst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Computer in den letzten 3 Jahren nicht 1 Milliarde Mal schneller geworden sind, und das bedeutet, dass hier irgendwas ziemlich faul sein muss. Wir schauen uns heute diese Rechenaufgabe mal etwas genauer an und finden raus, wie ein normaler Computer sie lösen konnte. Außerdem sprechen wir über die sogenannte Quantenüberlegenheit und darüber, ob sie damit jetzt wirklich widerlegt ist. Und damit willkommen bei Breaking Lab. Jakob hier, klickt jetzt schon mal auf Abonnieren, damit ihr kein Science-Video mehr verpasst. Und los geht's. 2019 behauptete Google, die Quantenüberlegenheit erreicht zu haben. Damals hatten sie mit dem Sycamore, einem Quantencomputer mit 53 Qubits, eine Rechenaufgabe gelöst, für die der damals schnellste Computer 10.000 Jahre gebraucht hätte. Übrigens sollte das Sycamore ursprünglich 54 Qubits haben, aber nachdem alles zusammengebaut war, funktionierte einer davon nicht. Bevor wir uns jetzt anschauen, was Google da genau berechnet hat und warum die Ergebnisse auch damals schon angezweifelt wurden, möchte ich mir einmal kurz anschauen, was jetzt mit Quantenüberlegenheit eigentlich gemeint ist. John Preskill, ein amerikanischer Physiker, schrieb 2012 in einer Veröffentlichung über den Zeitpunkt, an dem ein Quantencomputer eine Aufgabe ausführen könne, die mit klassischen Systemen nicht möglich ist. Er nannte diesen Zeitpunkt Quantum Supremacy, also auf Deutsch Quantenüberlegenheit, und erschuf damit ein konkretes Ziel für die Erforschung von Quantencomputern. John Preskill sagte übrigens nichts darüber, was das für eine Aufgabe jetzt sein sollte. Die Definition gilt also für alle möglichen Aufgaben, auch wenn sie völlig nutzlos sind. Dass Quantencomputer potenziell schneller sind als klassische Computer, das wird klar, wenn wir uns die grundlegende Funktionsweise anschauen. In einem klassischen Computer wird immer mit Bits gerechnet, also mit Informationseinheiten, die eine 1 oder eine 0 darstellen können. Quantencomputer rechnen dagegen mit Qubits, die neben den Zuständen 0 und 1 auch in einer Superposition sein können, in der sich die Zustände dann halt überlagern. Und neben diesem Superpositionsprinzip wird auch noch die Quantenverschränkung genutzt, bei der der Zustand eines Qubits mit dem eines anderen zusammenhängt. Und wenn ihr mehr über Quantencomputer wissen wollt, dann schaut gerne mal auf meinen Kanal vorbei. Da habe ich schon echt einige Videos dazu gemacht. Ich packe auch mal eine Playlist damit ans Ende von diesem Video. Und wenn wir schon mal dabei sind, lasst auch gerne ein Abo da. Jetzt aber nochmal zurück zur Quantenüberlegenheit. Es klingt ja bisher so, als wären Quantencomputer viel schneller als klassische Computer. Also was ist daran jetzt so kompliziert? Ja, also das Problem fängt ja schon damit an, dass es ziemlich lange gedauert hat, bis überhaupt funktionierende Qubits gebaut werden konnten. Die Qubits des Sycamore, die funktionieren nur bei extrem niedrigen Temperaturen. Und jede Abweichung davon sorgt für Fehler in der Berechnung. Das nächste Problem ist, dass moderne Supercomputer extrem groß sind, während Quantencomputer noch in einem so frühen Entwicklungsstadium sind, dass die Forschenden froh sind, wenn sie so ein ganz kleines System aus wenigen Qubits-Systemen zum Laufen bekommen. Um mal eine Vorstellung von der Größenordnung zu bekommen. Also der Supercomputer, den der Sycamore 2019 überholt hat, war damals der schnellste Computer der Welt. Er besteht aus einer Zusammenschaltung von über 4600 Computern mit jeweils 8 Prozessoren. Dass es schwierig ist, so ein System mit einem Quantencomputer aus gerade einmal 53 Qubits zu überholen, ist ja irgendwie logisch. Und trotzdem hat Google es dann irgendwie geschafft, mit diesem kleinen System eine Aufgabe viel schneller zu rechnen, als es der Supercomputer könnte. Das Geheimnis dahinter ist eigentlich gar kein Geheimnis, denn es steht schon in den ersten Sätzen der Veröffentlichung. Da schreiben die Forschenden, dass die Quantenüberlegenheit aus 2 Aufgaben besteht. Erstens muss ein Quantencomputer gebaut werden, der möglichst wenig Fehler produziert. Und zweitens muss ein Problem gefunden werden, und jetzt wird's wichtig, das für klassische Computer super schwierig zu lösen ist, für Quantencomputer aber sehr leicht. Und jetzt wird auch klar, wieso so ein kleines System schneller sein kann als ein Supercomputer. Denn die konkrete Aufgabe, die lautete jetzt, eine Folge von Zufallszahlen zu finden, die für ein Quantensystem spezifisch sind. Der Sycamore kann diese Zufallszahlen einfach ausspucken, denn er muss nur mehrmals hintereinander den Zustand der einzelnen Qubits auslesen und hat halt das Ergebnis. Der Supercomputer von IBM dagegen, der musste eine sehr komplexe Simulation von einem Quantencomputer berechnen und in dieser Simulation dann die Zustände auslesen. Für diese Aufgabe brauchte der Sycamore dann 200 Sekunden, während dieser Supercomputer von IBM etwa 10.000 Jahre hätte rechnen müssen. Ihr merkt sicher schon, dass das ganze Konzept der Quantenüberlegenheit jetzt nicht wirklich viel über den eigentlichen Entwicklungsstand der Quantencomputer aussagt. Es ist vielmehr ein erstes Ziel auf einem langen Weg der Entwicklung.
Und wenn wir gerade schon beim Thema sind, es gibt ein viel besseres Mittel, um den Zwischenstand von Technologien abzulesen, und zwar das Technology Readiness Level. Das ist ein System, das von der NASA bereits seit 1969 verwendet wird, um den Entwicklungsstand von neuen Technologien in der Raumfahrt abzuschätzen. Es beschreibt insgesamt 9 Stufen, die je nach Technologie etwas unterschiedlich ausfallen. Aber im Grunde geht es immer von Level 1, in erster Idee, bis zu Level 9, einer voll funktionsfähigen und getesteten Technik. Für Quantencomputer haben Forschende in Jülich das Schema für Quantencomputer umformuliert. Das Quantum Technology Readiness Level, oder kurz QTRL, lautet dann in etwa so. Level 1 beinhaltet eigentlich nur die theoretische Formulierung der Rahmenbedingungen. Level 2 ist erreicht, wenn die dazugehörigen Algorithmen formuliert sind, wenn einzelne funktionierende Qubits entwickelt sind, ist Level 3 erreicht, und auf Level 4 gibt es dann schon Systeme aus mehreren Qubits, und Level 5 sind schon die ersten Prozessoren, die auch getestet werden können. Ab Level 6 sind die Prozessoren mit Fehlerkorrekturen ausgestattet, und Level 7 ist jetzt ein Quantencomputer, der bereits einfache Aufgaben lösen kann. Und ist der Quantencomputer skalierbar, kann also erweitert und ausgebaut werden, sind wir auf Level 8. Und dann kommt endlich Level 9, und das heißt, dass Quantencomputer allgemeine Probleme besser lösen können, als klassische Computer das können. Und nach diesem Schema sind aktuelle Quantencomputer auf Level 5, da die Entwicklung der Fehlerkorrekturen halt noch nicht abgeschlossen ist. Kommen wir jetzt mal zurück zur Quantenüberlegenheit. Forscher aus China haben die Aufgabe, die für diesen IBM Supercomputer gewesen wäre, der da angeblich 10.000 Jahre für bräuchte, in nur 15 Stunden gelöst. Und dafür haben sie einen Algorithmus geschrieben, der das Problem einfach vereinfacht. Das ursprüngliche Problem war, dass die Zufallszahlen im Sycamore sich gegenseitig beeinflussen, da sich die Quantenzustände der einzelnen Qubits teilweise überlagern und so durch die Interferenz manche Ergebnisse wahrscheinlicher sind als andere. Und so einen Ablauf zu simulieren, ist natürlich extrem rechenaufwendig. Anstatt so eine Simulation zu verwenden von diesem Quantencomputer, haben die Forschenden jetzt einen Algorithmus geschrieben, der die Qubits als dreidimensionales Netzwerk darstellt, und mit so einer Darstellung konnten diese Zufallszahlen dann mit relativ einfachen geometrischen Methoden berechnet werden. Ja, und jetzt hatten sie diese Aufgabe, und dafür brauchte der Computer, der gerade mal 512 Grafikprozessoren hatte, was gar nicht so viel ist, wie es jetzt klingt, 15 Stunden. Aber ein Supercomputer wie der von IBM, der könnte das Problem wahrscheinlich in wenigen Sekunden lösen. Und jetzt kommen wir mal zu dem kleinen Aber bei diesem Thema. Und das fängt eigentlich schon bei der Geschichte mit dem Supercomputer von Google an. Und zwar wurde natürlich nie ausprobiert, ob IBMs Supercomputer wirklich 10.000 Jahre gebraucht hätte. Kurz nach der Veröffentlichung gab es zumindest bereits Kritik von den Forschenden von IBM, die sagten, dass ihr Supercomputer maßlos unterschätzt wurde und nach ihren Berechnungen nur einige Tage für die entsprechende Simulation gebraucht hätte. Warum es dann nicht umgesetzt wurde, fragt mich nicht. Wahrscheinlich hätte es zu viel gekostet. Ob der Sycamore jetzt die Quantenüberlegenheit bewiesen hat und ob ihm diese Eigenschaft im Nachhinein wieder aberkannt werden sollte, das ist jetzt aus meiner Perspektive erstmal Geschmackssache. Zwei Dinge stehen auf jeden Fall fest. Erstens, der Sycamore ist nicht dazu geeignet, außerhalb der Erforschung von Quantensystemen brauchbare Berechnungen zu machen. Und zweitens, die Schlagzeilen, für die der dann gesorgt hat, die haben jetzt erstmal die Investitionen und die Bemühungen in der Forschung auf dem Gebiet ziemlich verstärkt, was, ich würde mal sagen, was Gutes ist. Aber man darf auch nicht ganz vergessen, nicht alles, was glänzt, ist Gold. Das heißt, so richtig, richtig weit sind wir da eigentlich noch nicht, wenn man ganz ehrlich ist. Ich persönlich glaube auf jeden Fall, dass Quantencomputer großes Potenzial haben, auch wenn sie halt noch in einem recht frühen Entwicklungsstadium sind, was man jetzt vielleicht nicht direkt denkt, wenn man auf diese ganzen Schlagzeilen schaut, die ja wirklich alle total toll klingen. Aber wie seht ihr das denn? Glaubt ihr, dass dieser Titel Google jetzt aberkannt werden sollte? Und was ist eure Meinung zu Quantencomputer? Glaubt ihr, das ist ein Feld ohne Ende, oder glaubt ihr, es macht Sinn, da weiter drin zu forschen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Und hier findet ihr besagte Playlist zu den Quantencomputern. Lasst gerne ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns wieder Dienstag, Donnerstag, 18 Uhr. Bis dahin, euer Jakob.